Ja, hallo. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Robert Habeck? Ja. Okay, Herr Habeck, super, ich heiße Stefan Ebner. Wie geht es? Was denn? Also, Herr Habeck, ich sehe, dass Sie auf unserer sich haben auf unserer Werbungsseite angemeldet. Also, wie ich verstehe, interessieren Sie sich für zusätzliche Einkommen auf dem Finanzmarkt, ja? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, der Terror vom Finanzmarkt geht weiter. Die Anrufe reißen nicht ab und naja, es wird eigentlich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem neuen Finanzkasper. Super, okay. Und wofür interessieren Sie sich also? Für Kryptowährungen, Rohstoffen oder noch etwas? Ja, ist egal, ob das klingelt in der Kasse. Wie bitte? Ist egal. Verstehe. Okay, und darf ich fragen, ob Sie einige Erfahrung in diesem Bereich haben? Ja, dürfen Sie fragen. Wie bitte? Dürfen Sie fragen. Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Ich sagte, Sie dürfen fragen. Okay, also ich habe gefragt, also haben Sie einige Erfahrung in diesem Bereich vielleicht? Nee, habe ich nicht. Okay, kein Problem. Also ich bin jetzt hier, um ein bisschen darüber zu erklären und zu erzählen, okay? Okay, vielleicht wissen Sie, wie funktioniert der Finanzmarkt? Nee, gar nicht. Okay, also auf dem Finanzmarkt verdient man auf dem Preisänderung. Also das heißt, man kauft billiger und verkauft teurer. Also und Aha. auf diesen Preisänderungen verdient man. Also wie in einem Geschäft, ja? Okay, und darf ich fragen, vielleicht haben Sie einige Nachrichten, letzte Nachrichten über Finanzen gelesen? Also vielleicht, welche Situation ist in der Welt jetzt zum Beispiel mit Bitcoin oder noch etwas? Nee. Okay, also heutzutage kostet Bitcoin nur 20.000 Dollar, also das ist der niedrigste Preis von allen Jahren. Wir verstehen, es ist eine schöne Möglichkeit, um heute einen Bitcoin zu kaufen, weil, wie unsere Finanzexperten sagen, wird Bitcoin am nächsten Tag steigern und wie wir verstehen, das ist eine schöne Möglichkeit, um schönen Profit zu bekommen, ja? Ja. Okay, also Herr Habeck, wenn Sie ein Anfänger sind, kann ich ein bisschen über auch unsere Zusammenarbeit erzählen. Oh ja, Also am erzählen ist immer meisten gut. unsere Ja, also meisten unserer Kunden sind auch Anfänger, also deshalb handeln sie zusammen mit unseren Finanzexperten. Also Aha. Finanzexperte, das ist ein Fachmann, der sehr große Erfahrung Aha. in diesem Bereich hat. Er hat auch Ausbildung in diesem Aha. Bereich gemacht. Also Ja. und sie ver also sie handeln und verdienen zusammen. Ich sammle da denn, also wie in so einem Stickerheft. Wie bitte? Sammeln denn Stickerheft denn so, oder wie? Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Na, ist das denn in so einem Sammelheft? Oder wie macht Ja, man das? ja. Ja, also Sie handeln zusammen und verdienen zusammen. Ja. Also kurz zu sagen ist Ihr Finanzexperte eine Unterstützung im Onlinehandel. Ja, und darf ich fragen, also wie viel möchten Sie verdienen? So viel wie geht. Wie bitte? So viel wie geht. Na, oben habe ich mir da keine Grenze gesetzt. Okay, also Sie haben über Profit gefragt. Also, ich habe gesagt, dass Sie handeln zusammen mit Ihrem Finanzexpert. Aber das ist Ihren Profit. Also, wie ich gesagt habe, Finanzexpert ist Ihre Unterstützung im Onlinehandel. Aber das ist Ihren Profit. Ja. Also, das heißt, wenn Sie zum Beispiel 1.000 Euro investieren und bekommen Sie ca. 30% Profit pro Monat, Ja. das ist also 300 Euro. Ja. Bekommt unseren Finanzexpert circa 10% aus ihrem Profit, also das heißt 30 Euro. Also, verstehen Sie das, ja? Nicht so richtig. Also, ja, also unser Gewinn ist etwa 10% vom ihren Profit, Ja. vom Deal, ja. Also, Sie wollen mir einfach was wegnehmen. Wie bitte? Sie wollen mir denn was wegnehmen? Ja, Ja. können Sie bitte, was meinen Sie? Na, Sie wollen was wegnehmen dann. Nein, also Herr Habeck, noch einmal, okay. Also, zum Beispiel, Sie investieren 500 Euro. Sie handeln zusammen mit Ihrem Finanzexpert. Ja. Also, Ihre Investition bleibt immer bei Ihnen auf Ihrem Konto. Mein Konto. Ja, also, und Ihren Finanzexpert kann nur die Signale Ihnen geben, also was und wann wird besser kaufen, um Profit zu bekommen.
Ja. Und also wir nehmen nur 10, etwa 10%, wie ich gesagt habe, von ihrem Profit. Also, und sie verdienen also 90%. Verstehen Sie das aber? Ja, ich muss das gerade mal nachrechnen. Wie viel waren das? Wie bitte? Wie viel Prozent waren das? Wenn Sie zum Beispiel für einen Tag also 70 Euro verdienen, nehmen wir etwa 10%. 10% nehmen Sie da. Wenden Sie das, rechne ich dann mal aus. Dann sind das. Wie viel Prozent bekomme ich denn? Also, wie ich gesagt habe, unsere Kunden bekommen circa 30% pro Monat. Aber alles hängt nur von ihnen ab. Also, wenn sie zum Beispiel jeden Tag handeln, sie handeln mit sehr verschiedenen Aktiven, können sie mehr und mehr verdienen. Das klingt gut. Ja. Also, und auch unser Interesse, wie Sie verstehen, vielleicht, also, wenn sie verdienen, verdienen wir auch. Ja, Ja, okay. weil Sie wollen Und ja da was wegnehmen. wie bitte? Ich sage, weil Sie wollen ja da was wegnehmen. Was meinen Sie? Na, damit Sie auch was verdienen. Also, ich habe gesagt, wir nehmen 10% aus Ihrem Gewinn. Ja. Verstehen Sie das? Ja, das habe ich verstanden. Also, zum Beispiel, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren und verdienen 70%, Ja. ja, Ja. 70 Euro, nicht Prozent. Ja. Also, wir bekommen circa 7, circa 10%. Ja. Also bleiben für mich dann ungefähr 90% über, wenn Sie sich 10% nehmen. Ja, Okay, natürlich. habe ich schon alleine ausgerechnet. Wie bitte? Ja, das machen wir so. Herr Habeck? Ja. Ja, also vielleicht haben Sie einige Fragen. Na, zum Beispiel, wie lange alt ist eine Firma schon? Also unsere Firma arbeitet circa 10 Jahre auf dem Markt. 10 Jahre schon. Wie bitte? Das wäre 10 Jahre schon, das ist ja schon ein bisschen. Hallo? Ja, Herr Habeck, ich bin hier. Also okay, vielleicht, wie ich gefragt habe, haben Sie einige Nachrichten über Bitcoin gelesen? Weil, wie ich verstehe, interessieren Sie sich für Kryptowährungen, ja? Ja. Super, also, vielleicht haben Sie etwas darüber gelesen. Im Radio die gestern, ja. Im Radio? Ja. Okay, und was genau haben Sie gehört, also? Ich habe gestern im Radio gelesen, dass der Bitcoin gerade billig ist und jetzt soll man das machen. Ja, okay, und aber, also, was haben Sie gehört? Was über Kryptowährungen haben Sie gelesen? Dass man das jetzt mit dem Bitcoin machen soll, weil da gerade der Bitcoin so billig ist. Ja, also wie ich gesagt habe, Ja. ein bisschen über Bitcoin auf dem Finanzmarkt jetzt. Bisschen Bitcoin schadet Also, nie. wie bitte? Ich sage, ein bisschen Bitcoin schadet nie. Ja, okay. Okay, und vielleicht haben Sie ja auch über einige anderen Kryptowährungen etwas gehört. Ja, da gibt es ja so einen, der heißt wie ein Hund. Vielleicht etwas über Ethereum? Nee. Nee, okay, also Ethereum, das ist auch ein Krypto, wie ein Ja. Bitcoin, aber es ist ein bisschen billiger. Es kostet jetzt 1.000 Euro. Ach so. Aber das ist auch eine schöne Krypto, mit dem auch verdienen kann. Ja. Also, das alles können Sie mit Ihrem Finanzexpert besprechen im Detail, wie ich gesagt habe. Okay, und darf ich fragen, also, das ist für Sie ein zusätzliches Einkommen oder ein Haupteinkommen? Nee, das mache ich alles nebenbei. Das habe ich alles so nebenbei. Also, wie ich verstehe, arbeiten Sie jetzt auch, ja? Naja, nö. Ich lasse andere Menschen arbeiten. Verstehe ich. Sie haben, sind Sie Arbeitgeber also? Och, Arbeitgeber wäre jetzt auch zu viel gesagt. Wie bitte? Arbeitgeber wäre jetzt auch zu viel gesagt. Ja, okay, verstehe ich. Also, und vielleicht haben Sie etwas über Tesla und Elon Musk gehört. Ja, der hat ja hier erst bei uns in Brandenburg alles zugepflastert mit seinem Wassertempel. Also, ich kann Ihnen auch eine schöne Nachricht erzählen, dass also
Elon Musk, Tesla-Chef, sozusagen hält auch Bitcoin die Treue. Also, und wie ich verstehe, wie unsere Finanzexperten sagen, wird auch Dogecoin, das ist auch ein Krypto, ja, auch steigern, wegen dieser Nachrichten. Mhm. Also im nächsten Tagen wird Dogecoin steigern und das ist auch eine schöne Möglichkeit, um vielleicht ca. 10-15% Profit bekommen. Also die angeblichen Finanzexperten vom Finanzmarkt, ich bevorzuge ja den Begriff Betrüger, die erzählen einem jedes Mal, dass der Bitcoin oder der Dogecoin oder was auch immer bald steigen wird. Da stellt sich mir aber die Frage, woher wissen die das? Das kann man nicht wissen. Man kann vielleicht aufgrund von Nachrichten und dem Weltwirtschaftsgeschehen kann man ableiten, ob irgendeine Aktie oder einen Kurs oder halt eine Währung steigt oder fällt. Das kann man schätzen. Es bleibt aber eine Schätzung. Wissen tut man das nicht. Niemand kann das im Voraus wissen. Man kann das beeinflussen. Wie zum Beispiel Elon Musk mit dem Bitcoin. Ne? Wenn Elon Musk natürlich als sehr bekannter Mensch vorher sagt, dass der Bitcoin steigt und er was dafür tut, dass der Bitcoin steigt, dann lässt sich das natürlich manipulieren. Aber nur in so großem Stil. Ansonsten kann man das einfach im Voraus überhaupt nicht wissen, ob der Kurs eben steigt oder fällt. Weil woher auch? Der Markt ist unberechenbar. Selbst wenn ich es genau weiß, dass der Markt jetzt gleich steigen wird, weiß ich es nicht genau. Weil letztendlich die Anleger, die da mitspielen, die könnten jederzeit anders entscheiden und doch nicht verkaufen. Und schon steckt man in der Miserie drin. Und die Kohle ist letztendlich weg. Und dass diese Unternehmen hier grundsätzlich euer Geld nicht investieren, sollte mittlerweile klar sein. In der Regel ist es so, dass die Unternehmen, die wir hier am Telefon haben, nur das Geld haben wollen und sich danach aus dem Staub machen. In den allermeisten Fällen sind dann die Webseiten offline und die Telefonnummern sowieso nicht rückrufbar, mit der ihr angerufen wurdet. Service-Hotlines gibt's nicht auf der Webseite. Maximal eine Service-E-Mail-Adresse, wo sich dann einfach keiner mehr zurückmeldet. Hm. Okay, vielleicht haben Sie vielleicht einige Fragen über unseren über unsere Finanzexperten oder über unsere Zusammenarbeit? Ja, welche Augenfarbe hatten der? Wie bitte? Welche Augenfarbe hatten der? Was meinen Sie? Na, die Augenfarbe. Wie bitte? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll Fragen über unseren Finanzexperten stellen. Und jetzt habe ich gefragt, welche Augenfarbe der hat. Ich weiß das nicht. Sie können das Ihren Finanzexperten fragen. Ach so. Ja, weil Sie sagten ja, ich soll über den Finanzexperten was fragen. Also ich habe gefragt, vielleicht haben Sie etwas nicht verstanden und also diese Frage nicht. Also solche Fragen wie zum Beispiel Augen und so weiter. Okay, und darf ich fragen, wie alt sind Sie? Nee. Okay, also ich muss sagen, dass wir arbeiten nur mit erwachsenen Menschen. Ja, ich denke, ich bin schon ein bisschen alt. Ja, okay, ich weiß das nicht. Deshalb frage ich das. Ja. So. Kann man ja mal machen. Wie bitte? Ich sage, kann man ja mal machen. Fragen kann man immer. Okay, Herr Habeck, also ja. Sie möchten nicht sagen, wie alt sind Sie, ja? Naja, volljährig auf jeden Fall. Okay, Herr Habeck, ich habe Ihnen ein bisschen über Finanzmarkt erzählt. Darf ich Ihnen mit unseren Finanzabteilung verbinden? Ja, ich kann euch im nächsten bisschen plaudern. Hm? Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Guten Tag, ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Habeck. Ja, aber der Mann sagt, der Finanzexperte. Ich habe jetzt einen Kerl erwartet. Also wie ich weiß, möchte Herrn Ebner Sie mit Finanzabteilung verbinden, ja? Nicht mit Finanzexperten, ja? So. Okay, Herr Habeck, wie ich verstanden habe, interessieren Sie sich ein bisschen für Finanzmarkt und für zusätzliches Einkommen am Finanzmarkt, ja? Mhm. Okay, was genau ist für Sie von Interesse? Na, Hauptsache, man macht ein bisschen Kohle mit. Herr Habeck, ich habe Sie nachgefragt, was genau haben Sie am Finanzmarkt gesucht? Wofür genau haben Sie Interesse? Na, Geld verdienen.
Geld verdienen, okay. Ja. Womit möchten Sie am Finanzmarkt handeln? Also um Geld zu verdienen, sollen Sie was dazu machen, ja? Kann man da mit Menschen handeln? Geht es? Seien Sie bitte seriös und aufmerksam. Wenn man fragt, ich frage ja nur mal, wenn ich jetzt schon mal so einen Experten dran habe, kann ich auch mal fragen. Also am Finanzmarkt haben Sie solche Möglichkeiten, sich mit Kryptowährungen, Währungen, Rohstoffe, Wirtschaftsgüter zu beschäftigen, ja, mit diesen Basiswerten zu handeln und wirklich guten Profit zu erhalten. Ja. Aber also, alles, was Sie genau jetzt nicht vorgelesen haben, ist auch nicht mit dabei, ne? Noch einmal bitte? Ich frage, alles, was Sie jetzt nicht vorgelesen haben, wäre dann auch nicht mit dabei, ne? Was haben Sie genau vorgelesen? Naja, was Sie nicht vorgelesen haben, ist auch nicht mit dabei, ist das richtig? Womit möchten Sie sich genau beschäftigen? Na, ich würde ja gerne mal wegen Menschenhandel gucken. Meinen Sie, Sie möchten mit unserem Finanzexperten zusammenarbeiten, ja? Ja, ja. Okay, okay. So wie ich vermute, haben Sie keine Erfahrung im Bereich Onlinehandel. Nee, gar nicht. Ist das richtig? Überhaupt okay. nicht. Okay, dann hat Ihnen Herr Erbner gesagt, dass Sie mit Unterstützung von unserem Finanzexperten billiger kaufen werden und teuer verkaufen werden. Ja, so hat er gesagt, ja. Gut, und dieser Preisunterschied gehört Ihnen. Also, er hat auch darüber erwähnt, dass wir etwa 10% vom Deal für unsere Dienstleistungen abnehmen. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel mit unserem Finanzexperten ein Deal pro Tag eröffnen und dabei etwa, grob gesagt, nehmen wir an, 70 Euro verdienen, dann beträgt unser Profit etwa 7 Euro und 63 Euro gehört Ihnen, das ist Ihr Profit. Ja. Ja, verstehen Sie, dass wir daran interessiert sind, dass Sie nur verdienen, ja? Also wenn Sie 7 Euro haben möchten. Also gut, falls Sie das so verstehen, geht auch. Ja. Okay, Herr Habeck, wir arbeiten aber mit seriösen Menschen, die bereits nicht so jung sind, meine ich, nicht studieren, ja? Ja. Daher muss ich wissen, wie alt sind sie. Na, volljährig. Den wie Rest bitte? Machen wir ja dann eben mit der Legitimation, oder nicht? Wie alt sind sie? Na, volljährig. Den Rest machen wir dann bei der Legitimation. Es sieht so aus, als ob Sie nicht seriös das halten. Sind Sie nicht seriös, oder wie? Herr Habeck, ich arbeite jetzt hier mit einer seriösen Firma zusammen. Wie alt sind Sie, habe ich nachgefragt. Volljährig. Ich glaube, es ist so, nicht so komplizierte Frage, naja, aber ich möchte um diese die Frage zu beantworten. Nicht beantworten. So geht es nicht. Doch, so geht es, weil bei jeder anderen Firma schicke ich meine Legitimationsdaten einfach per E-Mail ein oder per Postident-Verfahren, was sogar so noch besser wäre. Und Sie wollen das am Telefon haben? Das ist unseriös, sowas am Telefon zu besprechen. Sowas macht man doch schriftlich. Was für ein Geheimnis ist, ist ja, Ihr Alter. Ja, das muss ja keiner wissen. Ich habe schon so viele Schönheits-OPs hinter mir, da muss ich doch jetzt nicht mein Alter verraten. Sind Sie ein seriöser Mann? Ja, natürlich. Sehr geschäftstüchtig. Ich lasse immer andere arbeiten. Hatte ich jetzt bei Ihnen auch vor. Stand ja in der Werbung. Okay, dann freut mich sehr. Sagen Sie mir bitte, warum überhaupt kam dieses Thema für Sie in Frage? Na, wegen der Mieten. Ich will auch das Wasser haben. Ich will auch die ganze Kohle. Verstehen Sie das, dass es wirklich preiswert ist, sich mit Onlinehandeln zu beschäftigen, ja? Ja. Wenn Sie zum Beispiel Kredite haben, dann können Sie in kurzer Zeit diese bezahlen. Ja. Haben Sie Kredite? Nee. Das ist sehr gut, das freut mich. Okay, dann glaube ich, haben Sie gute Arbeit und verdienen gut, ja? Ja. Okay, was verdienen machen Sie? Verdienen ist ja immer so eine Sache. Was machen Sie beruflich? Politiker. Noch einmal bitte? Politiker. Ach so, Sie sind Politiker. Ja. Und bei welcher Partei sind Sie? Bei der Grünen. Grün, das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Nur Grün ist gut. Da wachsen die Blümchen nach und die Flugzeugstreifen am Himmel malen. Das haben wir alles unter Kontrolle. Ja. Ja, genau. Dann können Sie sich zum Beispiel mit Aktien von Tesla beschäftigen. Meine ich, können Sie
Aktien von Tesla kaufen und verkaufen. Und was wichtig ist, also Tesla hat Split gemacht. Haben Sie das gehört? Er hat Split gemacht. Genau. Was ist denn für ein Split? So ein Schlingel, den müssen wir gleich wieder besteuern. Wissen Sie, was das bedeutet? Herr Habeck, wissen Sie, was Split bedeutet? Sind Sie noch da, oder? Hallo? Hallo? Ja, ja, also, ich bin nochmal bereit. Freut mich sehr. Wissen Sie, was Split bedeutet? Das ist Tankmann. Okay, das ist kein Geheimnis wie Ihr Alter, aber nichtsdestotrotz erzähle ich Ihnen. Also, Split bedeutet, dass Sie derzeit 3 Aktien im Preis von einer Aktie kaufen können. Ach so. Ja. Mhm. Verstehen Sie das, ja? Ein bisschen. Aber okay. Du musst das auch nicht verstehen, ich will ja bloß Geld verdienen. Was genau verstehen Sie nicht? Na, das alles, aber das ist mir doch auch real, weil ihr sollt doch die Arbeit machen. Also, das hat Ihnen Herr Ebner gesagt und das habe ich Ihnen auch gesagt. Falls Sie was nicht verstanden haben, dann wiederhole ich das noch zum dritten Mal. Brauchen Sie nicht wiederholen. Ich will das ja auch nicht wissen. Ich will ja, wofür ich da mein Geld verdienen kann. Der Rest ist mir doch egal. Okay, Herr Habeck, sehr wichtig ist also, welche Ziele müssen Sie dabei erreichen? Möglichst viel Geld. Dann verdienen Sie nicht so viel, wie es für Sie wünschenswert ist, oder? Ja, man kann doch nie genug haben, oder nicht? Ich meine, ich habe 10.000 Euro im Monat. Und dann können Sie hier nochmal von dem ganzen Lobbyismus-Kram auch nochmal so bummelig 25.000. Das macht 35.000 Glocken im Monat. Die können wir erstmal irgendwo an der Seite schaffen, dass es keiner sieht. Haben Sie jetzt 10.000 pro Monat? Mehr, 35. 35, ja? Ja, na, wir machen noch ein bisschen Lobbyismus und so. Und dann, naja, ein bisschen Diätenerhöhung und sowas. Okay, okay. Wohnen Sie zusammen mit Ihrer Mama noch? Nee. Okay, und was hat Ihre Mama damit zu tun? Was hat das damit zu tun? Weiß ich doch nicht. Was soll das? Haben Sie Familie oder wollen Sie alleine? Das behalte ich auch anonym. Das werde ich nicht verraten. Nochmal bitte? Der Feind lauert überall. Aber wissen Sie, mir passiert ja nichts. Wenn hier die Bomben fliegen, dann gehe ich in meinen Bunker. Ich muss ja nicht in den Krieg. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Also die Verbindung ist nicht so gut. Na, wollen Sie mir jetzt doch nicht erstmal das Geld nehmen und dann können wir anfangen? Dann müssen wir alles noch einmal abklären. Was denn? Was haben Sie am Finanzmarkt gesucht? Mit welchem Zweck haben Sie Ihre persönlichen Daten hinterlassen? Richtig schön Asche im Portemonnaie. Was sollen wir sonst suchen? Gibt's doch Kaugummis oder was? Ich glaube nicht, dass wir da Kaugummis bestellen können. Mir geht es um die Kohle, nicht mehr. Der Mensch ist nicht wert. Ich will die Kohle auf mein Konto. Herr Habeck, müssen Sie Ihr Handelskonto derzeit eröffnen? Natürlich, sonst würde ich doch ja nicht mit ihm babbeln hier. Sehr gut. Um etwas Ihnen anbieten zu können, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungskarte benutzen Sie? Visa oder Mastercard? Das ist alles vorhanden. Noch einmal? Das ist alles vorhanden. Ich habe hier auch so eine Tankkarte vom Bundestag. Kann ich die aufnehmen? Okay, dann sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? So viel wie geht. Also... Bei uns beginnen normalerweise durchschnittlich beginnen unsere Kunden mit der Summe von 500 Euro. Nee. Also, das ist doch peinlich. Und mit welcher Summe müssen Sie einsteigen? Na, nehmen wir ja gleich 35. Wie bitte? Na, 35 wenigstens. 35? Ja. Haben Sie das richtig gehört? Na klar. Dann als Politiker sollen Sie das verstehen, dass 35 Euro ein Tropfen im Ozean ist. Na, so geht es nicht. Zu, oder was? Ich rede doch nicht von 35 Kaugummis. Was werden Sie für dieses Geld kaufen? Hä? Was? Ein Brötchen oder was? Was ich damit kaufe, da werde ich meinen Bunker schön mit pinke Blümchen an der Wand verzieren, aber das muss ja keiner wissen. Aber ich will das da damit machen, und zwar ordentlich. Also brauchst du doch hier nicht mit 500 anfangen.
Herr Habeck, als kluger Politiker sollen Sie verstehen, dass es Grenzen gibt, ja? Also haben, die minimale Summe, Moment, ich unterbreche Sie nicht. Was? Ich unterbreche Sie nicht und Ihrerseits ist es na, unmöglich, doch, eine Frau zu unterbrechen. Ah? Hören Sie bitte aufmerksam zu, dann werden Sie was sagen. Was denn? Ich will doch, dass Ihr Schwafel ja nicht hören. Ich will jetzt nur also, wissen, die minimale Summe, mit welcher Sie einsteigen können, mit welcher Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, beträgt 250 Euro. Na, damit fangen wir aber ja nicht erst an, zu albern. Das ist für Sie zu viel, ja? Nee, das ist lächerlich. Bei Ihrem Gehalt 10.000 Hallo, Euro oh, das, ist es oh, zu viel, ja? Pippi! Pippi! Hast du jetzt mal zugehört? Pippi! Ich will 35 Glocken in Zahlen und nicht Euro. Was wollen Sie? Mal Geld verdienen. Geld. Da brauchen wir nicht mit 500 Pisslinge anfangen. Da wische ich mir den Arsch morgens mit ab. Oder lasse mir den Arsch abwischen. Dafür habe ich meine Sklaven. Wer ist alles? Ich will Geld verdienen. Können wir jetzt mal anfangen mit der Bezahlung hier? Oder wollen Sie meine Zeit verschwenden oder was? Ich glaube, Sie sind nicht seriös. Noch einmal habe ich nachgefragt. Mit welcher Summe müssen Sie 35 Glocken. 35, ja. Können wir jetzt mal anfangen, Rosa? Was ist jetzt hier? Oder sind Sie unseriös? Okay, dann sollen Sie an der Firma ja, dann sind Sie unseriös. Ja, genau. Ich schicke meine 35.000 woanders hin. Wenn Sie jetzt nicht haben wollen, die 35.000 Glocken, dann schmeiße ich sie woanders hin. Hallo, Herr Habeck? Ja. Hier ist wieder Stefan. Also, meine Frage ist, haben Sie noch einige Fragen dazu? Ja, was beschäftigen Sie denn da eigentlich für Klopsköpfe? Das ist meine private Information. Also, ich möchte noch eine Frage stellen. Also, möchten Sie Ihr Handelskonto mit Summe 250 Euro aktivieren? Sag mal, sind Sie irgendwie komplett blöd oder was? Ich habe hier so auch 35 Glocken. Ich stelle Ihnen noch einmal eine Frage. Möchten Sie Ihr Handelskonto mit Summe 250 Euro aktivieren? Alter, jetzt mach mal einen Schnabel zu. Ich glaube, ihr mal. Könnt ja nicht, oder was? Ihr könnt ja überhaupt nicht. Sie haben einen kleinen Schwanz, um das zu machen. Euro Sie haben einen kleinen Schwanz, das mit zu machen. 250 Billepalle Euro. Ich will hier richtig Geld verdienen und nicht nur mit so 3 Euro da anfangen. Hör mal. Ja. Also entweder ich kriege jetzt hier die Zahlungsdaten und kann jetzt hier anfangen auf eurer Gammelding da oder belassen Sie. Vielleicht können Sie einen anderen Unternehmen... So, wollen wir jetzt hier anfangen oder wollen Sie Menschen jetzt hier nur meine Zeitprobleme machen? Weil ich glaube nämlich, Sie sind unseriös. Ich glaube, Sie sind unseriös. Haben Sie irgendwie geistige Verwirrung oder was? Haben Sie schon ein bisschen zu viel an unsere Kondensstreifen geschnüffelt oder was? Ja, ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel Kondensstreifen geschnüffelt. Kerl. Ganz genau, so sieht das aus. Also, Herr Habeck, ich weiß, dass wir können nicht weiter zusammenarbeiten. Ja, ich weiß, dass Sie absolut unprofessionell sind. Sie sind unseriös. Herr Habeck, vielleicht haben Sie einige Probleme mit Ihrem Kopf. Unseriös, Sie kleines Würstchen. Ah, ich habe verstanden. Sie haben Probleme mit Gesundheit. Ich glaube, Ihr Würstchen ist kaputt. Vielleicht Sie sind ein Hallo. Bisschen dumm, ja? Kleine Eule, Schnapsdrossel. Huhu. Hallo, ist da noch jemand dran? Hallo. Herr Habeck. Ja. Herr Habeck. Was möchtest du denn, du kleines Pippiwürstchen? Robert, wie geht es? Na, also, mit eurem unseriösen Unternehmen gar nicht. Vielleicht bist du gay, Robert. Mit eurem unseriösen Unternehmen. Bist du gay? Ich habe gefragt, bist du gay? Na, also ich glaube, Robert. Das bist ja wohl du. Robert, nein, ich bin kein Gay, du bist Mach ein Gay. Mach mal deinen Sichtschlitz zu, da kommt nur... Vielleicht hast du auch einen sehr kleinen Schwanz. Ja. Und deshalb können wir weiter nicht sprechen. Aber hat's ja gleich wohl auch beleidigt. Du bist ja auch so ein kleines Würstchen, du. Also, das will ich also, Herr Habeck, hör mal, ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. 30 Minuten, komplett für den Arsch.
Ja, also ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, dass du kein Geld mehr mit deiner Firma verdienst. Schönen Tag, viele genug. Und dass du landest mit dem, was du da tust. Vielleicht können wir in Zukunft noch einmal das alles besprechen und unsere Zusammenarbeit beginnen. Wem rufst du mit einer gespufften Telefonnummer? Gespufte Telefonnummern sind in Deutschland auch strafbar. Also auch das ist nicht erlaubt. Und dann machst du auch noch Kaltakquise. Also, Herr Habeck. Auch das ist in Deutschland nicht erlaubt. Sie sprechen so viel. Ja, also du bist nichts anderes als ein Betrüger. Also, Herr Habeck, ich habe gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir den schlechtesten Tag, den man sich nur vorstellen kann. Ah, vielen Dank, vielen Dank. Ja, bitteschön. Weil Sie ein Betrüger sind, dann arbeiten wir zusammen nicht. Betrüger, ja, Betrüger, Betrüger, du Krimineller. Okay, Herr Habeck. Ja, der Name ist auch gelogen. Hm? Du glaubst doch nicht, dass der Name stimmt. Ja, ich heiße Adolf Hitler. Ja, so siehst du aus. Habeck, ich heiße Rudolf. Adolf Rudolf. Ja. Kannst ja machen. Wahrscheinlich hast du auch Lippenstift untenrum dran, wa? Sie sprechen so schnell, ich kann Ihnen nicht verstehen. Ja, das verstehen. Ist einfach an deiner Intelligenz, weil deine Intelligenz ich verstehe so nicht. Und nicht vorhanden. Ich verstehe nicht, ehrlich zu sagen. Ja, liegt halt an deiner nicht. Intelligenz. Nicht vorhanden. Ja, du kleine Pippi, du. Du kleine Kiezbrille, Pippi. Also, Herr Haber, ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche wenn ich Sie dir. Wenn Sie Ihr Handelskonto nicht aktivieren möchte, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Du betrügst Menschen um Ihr Geld. Oh, okay, Herr Haber. Okay, ich habe gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielleicht in Zukunft um Ihr können Geld. Wir zusammenarbeiten. Okay, dann tschüss, ja, schönen Tag, Glück. Such dir mal ganz schnell einen neuen. Oh je, da war er dann wohl doch weg. Schon ein absolut skurriles Gespräch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem netten Kerlchen hier gehalten habt. Oder beziehungsweise, es waren ja dann jetzt hier auch wieder mehrere am Telefon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, und dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ein Daumen nach oben ist nie verkehrt, ein Abo sowieso nicht. Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.